woanders unterbringen, einfach rüberziehen, fertig. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder ein sehr spannendes Thema. Es geht um Layer, das Make-up für Alplan. Gut, bevor man das reicht. Ich zeige euch, wie ihr Layer ändern könnt. Als erstes habt ihr natürlich die Layer-Palette. Dort könnt ihr zum Beispiel einzelne Layer ein- oder ausblenden. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Rundstrahl allgemein gehe, kann ich hier deaktivieren, aktivieren. Ihr könnt hier unten Layer isolieren, unsichtbar machen, gesperrt. Klickt euch da einfach mal durch, funktioniert alles. Später zeige ich euch einen cooleren, schnelleren Weg. Also das funktioniert hier alles und hat alles seine Richtigkeit. Aber ich liebe die Objekte-Palette und die muss ich jedem beibringen. Gut, dann haben wir noch Formateigenschaften modifizieren. Damit übertragt ihr natürlich Layer. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig in Alplan so in den Paletten vorhanden ist. Falls nicht, macht ihr Folgendes. Rechtsklick auf eine Freifläche. Aktiviert euch mal Ändern. Und macht dasselbe nochmal. Benutzeroberfläche anpassen aber diesmal. Dann sucht ihr euch Bearbeiten. Ja, in Bearbeiten ist dieser rote Stift dabei. Den nehmt ihr per Drag and Drop und fügt ihn einfach mal hier auf Ändern rein. Und jetzt seht ihr, habe ich in meiner Rundstrahlbewährung diese Funktion mit drin. Cool, oder? Und damit kann ich natürlich jetzt Layer ändern. Ich kann das wieder schließen. Auf meinem Shortcut Nummer 4 ist der auch vorhanden. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Also hier könnt ihr zum Beispiel alles einstellen. Layer. Ihr könnt hier suchen. Zum Beispiel Rundstrahl. Und schon werdet ihr zum Rundstrahl katapultiert, sage ich jetzt einfach mal. Dort könnt ihr irgendein Layer auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Schubbewährung, sage okay. Ihr könnt natürlich auch Stiftstärke, Strichart und so einstellen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht durchgehen, das kennt jeder. Und dann sage ich okay. Und dann nehme ich mir mit links Shift eine Verlegung und klicke ein Eisen davon an. Und jetzt, tada, sind hier alle Schubbewährungen. Natürlich ist es keine Schubbewährung, ich bin nicht dumm. Ich wollte nur zeigen, wie man Layer ändern kann. So, ich mache jetzt wieder Steuerung Z und das Ganze ist wieder rückgängig gemacht. Aber so kann ich Layer einfach übertragen. Genau, super Ding, ne? Wenn ihr sogar, ich glaube bei 2D-Linien oder sowas, müsst es mit der Eigenschaftspalette natürlich auch gehen. Wir machen jetzt hier mal zwei, drei Dinge. Ja? Dann machen wir vielleicht noch einen Kreis dazu. Also wenn ihr jetzt ein paar 2D-Linien oder sowas habt, dann könnt ihr die natürlich auch markieren und hier über den Layer verändern. Fertig. Gut, das löschen wir wieder raus aus meinem schönen Plänchen. Brauche ich nicht. Und jetzt kommt eigentlich das Beste, habe ich mir eigentlich zum Schluss aufgespart. Denn jetzt werdet ihr Augen machen, wie krass ist eigentlich diese Objektpalette. Und wie selten wird sie eigentlich wahrscheinlich genutzt. Ich kenne den Alltag und keiner nutzt sie. Nutzt sie bitte. Ist wirklich gut. Also, ihr habt hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Sortieren nach Bauwerkstruktur, Teilbild, Layer, dann nach Material, Gewerk und Attribut. Ich bin jemand, der braucht immer die ersten drei und das letzte. Also Gewerk und Material brauche ich jetzt nicht so. Ich gehe hier auf die Einstellung Layer und wenn ich hier auf diesen Pfeil klicke, dann wird mir angezeigt, wie es kategorisiert ist. Erstmal nach Layer, dann nach Gruppe und dann nach Typ. Wie sieht das Ganze aus? Wenn ich hier zum Beispiel Rundstrahl allgemein öffne, dann sehe ich es in 2D-Elemente und in Rundstrahl-Elemente. Und dann kann ich anzeigen lassen, Polygonzug und Rundstrahl. Und jetzt werden mir die einzelnen Rundstähle hier angezeigt. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte diesen Rundstrahlbewährung sehen. Dann sage ich Sichtbarkeit aus am besten und dann Sichtbarkeit invertieren. Und jetzt sehe ich den ganzen Rundstrahl hier und kann ihn auch noch bestenfalls farbig markieren. Hallo. So. Jetzt ist er rot markiert in der Animation, wie ihr seht. Ne? Ich kann natürlich jetzt auch wieder das ausmachen. Dann habe ich es noch. Ich glaube, ich habe es noch Positionsnummern.
oder ob ich es noch tun nee, Positionsnummern anzeigen lassen. Aber hier könnt ihr zum Beispiel jetzt in der Animation so eine Sache markieren. Ich empfehle da immer bei der Animation, bei der Bewährung dann die Kanten zu deaktivieren, wenn man sowas markiert oder jemandem was zeigen will. So. Und jetzt mache ich nochmal rot. Cool, oder? Also ich finde es gigantisch. Ich finde das wirklich toll. Vor allem, wenn man jetzt wieder alles einschaltet, dann sieht man hier die schön in rot. Dann kann man zum Beispiel den Kollegen was zeigen. Hey, hier musst du aufpassen und so weiter und so fort. Ich deaktiviere das jetzt wieder. Und ich möchte jetzt die Layer kontrollieren. Und das ist nämlich über den Objektmanager wirklich grandios. Ich kann jetzt zum Beispiel Rundstahl ML ist Maßlinie oder Zulage und Rand. Und ich habe vorhin Zulagen eingestellt. Das sind jetzt hier die rosanen. Das sind ja eigentlich keine Zulagen. Jetzt habe ich die eigentlich hier falsch abgelegt. Und jetzt kann ich die einfach per Drag and Drop woanders unterbringen. Einfach rüberziehen. Fertig. Ich muss nichts mehr ändern. Und habe jetzt sofort den Rundstahl Rand, nein, Schubzulage in Rundstahl allgemein geändert. Bombastisch finde ich. Also ich finde es wirklich super. Und das erleichtert einfach die Arbeit so enorm. Und beim Bewähren schalte ich mir dann teilweise immer wieder mal Layer ein oder aus. Je nachdem, wie kompliziert die Bodenplatte oder die Decke oder die Wände sind. Und dann kann ich einfach ganz schnell einfach immer Sachen ein- oder ausblenden. Oder mir markieren. Oder ich sage zum Beispiel, okay, ich lasse die untere Lage einfach in Rot anzeigen, damit ich dann die aktuelle Lage in Blau einfügen kann und weiß genau, okay, hier habe ich die untere Lage schon eingefügt und die untere Lage fehlt mir hier. Oder auch bei Wände hinten und vorne, wenn zum Beispiel die hintere Matte anders geschnitten wird als die vordere, weil irgendwie irgendwas, ein Unterzug durchbricht oder sonst irgendwas. Also ihr kennt Situationen, wo das passiert, gibt es ja. Und genau, für sowas verwende ich das dann. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen dazugelernt heute, ein bisschen über Layer. Probiert es am besten aus und schreibt es mir in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat.